Hi und willkommen auf unserem Kanal. Weiter geht es mit dem Zoom AM7 und der Gesamtwertung 4,8 von 5 Sternen. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 90 Euro. Android-Steckmikro mit dosierbarem Stereoanteil. Stärken sind die gute Aufnahmequalität, es ist geeignet für Audio- und Videoaufnahmen, der MS-Modus, Stereoanteil ist nachträglich regelbar und die Kopfhörerbuchse zur direkten Aufnahmekontrolle. Schwächen sind uns noch keine bekannt. Nach der Apple-Fraktion kommen nun auch Android-Nutzer in den Genuss eines Ansteckmikrofons von Zoom, wobei das AM7 mit USB-C-Anschluss nicht in silber-schwarz, sondern komplett in schwarz gehalten ist. Genau wie beim Lightning-Vorbild IQ7 gilt, bei der Aufnahme könnt ihr der nach vorne richtbaren Kapsel sei Dank zwischen Stereo- und MS-Modus wählen. Der in RAW arbeitende MS-Modus ist praktisch, wenn ihr den Stereo-Anteil nachträglich regeln wollt. Wenig überrascht sind die Tester von Videoaktiv, dass der Sound dem des IQ7 ähnelt. Im Vergleich zu typischen Stereo-Mikrofonen vom Schlage eines IQ6 sind die Mitten ausgeprägter, während sich Bässe und Höhen leicht zurücknehmen. Für das AM7 spricht nach Meinung der Experten nicht nur die bessere Tonqualität bei Audio- und Videoaufnahmen im Vergleich zum Smartphone-Mikro, sondern vor allem der dosierbare Stereo-Anteil. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Mics für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.